kommen wir nun zu der Marble Zone. Also es ist eigentlich die Aquatic, also die Wasserruinenzone, aber es hat mich immer an die Marble Zone erinnert. Und ehrlich gesagt, die Musik der Marble Zone finde ich auch besser als diese Musik. Keine meiner Lieblings, ich habe es schon gesagt, Sonic-Teile, vor allem weil mir die Musik einfach teilweise überhaupt nicht gefällt. Es ist zwar schön, dass sie versuchen, aus ihren 16-Bit so viel wie möglich rauszuholen, aber irgendwie finde ich die alten Sonic-Spiele, also Teil 1, die alten Sonic-Spiele, der eine Sonic-Teil, der älter als dieser zweite Teil ist, hat irgendwie mehr Charme, wenn es um die Musik geht. Wegen dieser ganz, ganz deutlichen 16-Bit-Motivation. Hier ist es irgendwie schon fast zu schön, die Musik. Zu viele Tracks, zu viele Stimmen. Muss nicht sein. Mir, aua, macht's mehr Spaß, wenn's doch so minimalistische 16-Bit-Musik ist. Und hier will ich nicht runter. Ich will schön oberhalb dem Wasser bleiben. Unter dem Wasser, da habe ich auch schlechte Erinnerungen dran. So. Und Sonic gibt Gas. Springt über die Gegner. Wie ein Flitzbogen. Hier nehmen wir nochmal kurz das da mit. Warum nicht? Das geht dann ja immer schneller. Und da ist das Level auch schon vorbei. Mein Gott, hier heizen wir echt durch wie von der Tarantel gestochen. Mua. Einfach genial, dieses Spiel. Einfach genial, alle Sonic-Spiele. Wie gesagt, der erste finde ich den besten, dann kommt der dritte und dann erst kommt der zweite. Aber für meine Let's Plays dachte ich mir, ich habe ja irgendwie vor, alle drei Teile mal durchzuspielen. Der dritte Teil ist auch der einzige, der eigentlich länger braucht. Der zweite ist auch durchaus möglich, schnell durchzuspielen. Ohne große Probleme. Vor allem, wenn ich wie hier nicht versuche, die Chaos-Smaragde zu bekommen, dann ist das Ganze eigentlich ziemlich einfach. Oh, und jetzt kommen wir doch unter das Wasser mal. Oder auch nicht, sehr schön. Dann springen wir... Na, komm, warum springst du nicht mehr? Achso, weil du hier eingeschlossen bist, okay. Bam! Schnell... Aua. Schnell in den Gegner rein. Und ich habe es auch schon angesprochen, der Schwierigkeitsgrad aller Sonic-Spiele, der 2D-Spiel jedenfalls, hält sich ja doch stark in Grenzen, einfach dadurch, dass man im Prinzip nur immer einen Ring haben muss und dann keine großen Probleme hat mit Gegnern oder was auch immer, verdammt. Oh, und da ist ein schöner Monitor, nehmen wir den doch mit. Und ganz ehrlich, ich finde die Idee mit den Monitoren, die fand ich schon immer einfach genial. Diese Monitore als Special Ups, weil das passt auch so ein bisschen in die Zeit. Das waren ja die frühen 90er, als die Spiele rausgekommen sind. Also so, ich glaube 93 oder 92 ist dieses Spiel rausgekommen. Und da war der Fernseher halt noch für jeden irgendwie was Cooles. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach nur jung war. Ich denke, dieses Spiel hätten aber sowieso den alten Menschen erstmal auch gewundert, weil ich bin immer so, also früher war es ja nicht unbedingt cool, Computerspiele zu spielen. Oder auch ältere Menschen haben sich dann immer gedacht so, hey, Computerspiele ist doch wirklich nur was für Kinder, oder? Und hab. Und der ist ganz einfach, wenn man ihn so handhabt. So, und jetzt möchte ich gerne hier... Nein! Tails, was machst du? Du hast mich einfach ausgeblockt dabei. Ja, ich würde sagen, da ist der zweite Endboss echt schwerer als dieser Dr. Robotnik. Aber wollen wir erstmal hier diese Marble Zone oder die Aquatic Ruin Zone abschließen?